Willkommen in Potters Bluff. Es waren einmal die 80er. Dauerwellen, Malls und die Slasher-Welle, die das ganze Land überrollte. Herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews, hier mit einem Review zu einem tollen Slasher aus den 80ern, aus den Untiefen der 80ern, und zwar Final Exam. Some may pass the test, God help the rest. Ich glaube, der deutsche Videotitel war Examen einfach nur. Gab es vorher überhaupt noch nicht, also nur auf Video, wie gesagt, das ganz, ganz alte VHS. Und wurde hier aufgelegt vom tollen Shock Entertainment, die uns schon ein paar tolle Releases geschenkt haben. Und jetzt hier endlich in Deutschland Final Exam rausgebracht haben. Das ist das A-Cover, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auch noch ein B-Cover hier, könnt ihr euch auch mal anschauen. Und ja, was mir aufgefallen ist, als ich diesen Film geschaut habe, also hier auf 750 Stück limitiert. Dieser Film ist, sind noch ein paar Bilder aus dem Film. Dieser Film ist ein sehr interessanter Slasher, muss ich sagen. Er hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Denn er ist zwar gar nicht so blutig, er hat auch ein paar coole Kills und so weiter, aber zum Beispiel, nur mal als Beispiel, also die erste Stunde kann fast als College-Komödie durchgehen. Wir haben Figuren, wie man sie aus Slashern eben kennt, doch sie werden versucht, dargestellt zu werden. Der Regisseur bemüht sich wirklich, um ein bisschen Sympathie aufzubauen. Und man kommt so ein bisschen auch in das Gefühlsleben der Teenager rein, auch wie blöd sie auch sind. Aber ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt von diesem Film, was das angeht, weil ich kenne das nicht aus Slashern. Normalerweise denkt man, was für Vollidioten, was für Arschlöcher, wie hingeschludert diese Szenen meistens sind. Aber ich muss sagen, der Regisseur hält ja einem fast eine Stunde am Ball, obwohl nichts passiert. Also stirbt, in der ersten Stunde stirbt fast keiner, glaube ich. Und also nur am Anfang eben. Und ja, dann geht's dann natürlich zur Sache. Man hat ja auch ein paar tolle Kills, aber es bleibt alles so aufs Nötigste. Aber hier auch so ein paar tolle Szenen wie in der Turnhalle, die fand ich ziemlich cool. Und was auch toll ist, was den Killer angeht, dieser Killer ist echt selten, selbst für das Slasher-Genre. Also er hat keine Vergangenheit, er kriegt keinen Namen, er erlaubt keinen Bezug zu den Opfern. Er ist einfach nur da, um zu töten. Er hat keine Maske, er hat gar nichts. Er ist einfach nur das reine Werkzeug Killer. Also es gibt keine Erklärung, kein gar nichts, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und ja, hier sehen wir nochmal ein Bild aus dem Film. Das hier ist übrigens der beste Charakter im Film. Ich glaube, Radish oder so. Der kriegt sogar sowas wie eine kleine Tiefe. Und das sagt schon was für eine 80-Jahres-Slasher. Dazu gibt es noch einen Campusstreich, der heutzutage absolut nach hinten losgehen würde. Also die Leute würden heute, da würde das Terrorkommando kommen. Ja, hier sehen wir auch noch ein paar tolle Szenen. Wie gesagt, auch die Nebenfiguren, so Sheriff, der Sicherheitswärter, der Coach. Jeder kriegt so ein bisschen, so einen kleinen Happen an Charakterisierung. Was diesen Film schon echt deutlich abhebt von anderen Slashern aus den 80ern. Auch natürlich hat teilweise Referenzen zu Halloween natürlich. Hier ist auch mal alter Tiefcover. Hier haben wir dann die Blu-ray. Ach, hier ist ja auch der deutsche Titel. Examen. Ja, einen geilen Titel. Hier ist das B-Cover, was auch auf der Videokassette war. Final Exam, some may pass the test, God help the rest. Hier haben wir die Spine. Wie ein findiger Freund von mir aufgefallen ist, das I ist ein Messer. Wow. Nein, aber Final Exam kann ich wirklich Slasher-Freunden uneingeschränkt empfehlen. Den müsst ihr wirklich geschaut haben, wenn ihr Slasher-Fans seid, gerade 80er, sowieso 80er. Das andere sind ja sozusagen Neo-Slasher. Und ja, toller Film, tolles Booklet auch geschrieben, so der den Film auch ziemlich genau einschätzt, finde ich. Ich glaube, von Nando Rohner wurde das geschrieben, wenn mich hier, ja, Nando Rohner. Und ja, wie gesagt, auf 57 Stück limitiert, das andere viel geringer, ich glaube nur 250. Und ja, wenn ihr noch was dazu sehen wollt, wir haben diesen Film auch in der letzten Movie Night geschaut, könnt ihr auch nochmal schauen, werde ich dann auch hier verlinken irgendwo am Ende des Videos. Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, gibt es noch ein tolles Extra. Und zwar habe ich tatsächlich die Platte, den Soundtrack zu Final Exam hier auf Vinyl. Wie ihr sehen könnt, original aus den 80ern. Also den wurde nicht nochmal neu aufgelegt oder so. Hier, Final Exam. Mit anderen Cover hier, mit so einem Buch, Abnormal Psychology, mit einem Messer als Lesezeichen. Wie gewieft das Ganze doch ist. Hier aus den Untiefen der 80er habe ich meine Soundtrack-Platte. Ich muss sagen, der Soundtrack ist auch ganz nett. Und genre-untypisch ist der Film mit einem Orchester aufgenommen und nicht eben so mit Synthesizern, also den Gegensatz angegangen. Ja, die Musik ist natürlich von Gary Scott.
Und ja, das ist die Platte zu Final Exam. Also wer noch nicht glaubt, dass ich ein extremer Nerd bin, dann ist hier der Beweis dafür. Denn ich habe Final Exam auf Platte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, Slasher-Freunde, schaut rein. Andere so eher mit Vorsicht genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Kommt gut in den Sommer. Ich habe euch lieb, ich hoffe, ihr mich auch. Habt ein schönes Leben, geht ins Kino und lernt für eure Tests. Denn ihr wisst, draußen in der Uni lungert etwas Böses. Bis zum nächsten Mal. Ciao.